zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch endlich das Unboxing von der Glossy Box Mai 2021. Ich bin so gespannt, was da drin ist und wenn ihr es auch seid und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, erstmal das Design sieht ja richtig klasse aus. Das Motto ist wohl Let the Sun Shine und ich bin jetzt so froh, dass ich die Box endlich habe. Diesen Monat kam sie irgendwie was später zu mir, hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich jetzt, dass sie da ist, denn das Design ist wirklich noch schöner als auf den Bildern. Glossy Box hat ja schon ganz viele Sneak Peeks gezeigt und ich zeige euch jetzt auch die Produkte in meiner Box. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, was jeder bekommt. Allerdings sind drei Produkte gleich und da bin ich jetzt gespannt, wie die performen. Ich habe eins schon ausprobiert, einfach um euch das auch gleich mal einzublenden. Und für den Rest lasse ich mich jetzt auch überraschen. Ich erzähle euch kurz die Details zu der Box, falls ihr sie euch auch kaufen wollt. Ihr könnt die Glossy Box bereits für 15 Euro im Monat im flexiblen Abo kaufen. Dann bekommt ihr jeden Monat Beauty-Produkte, meistens im Wert von über 50 Euro. Und ihr könnt auf eure erste Box mit dem Code FRANKA20 zwischen 3 und 5 Euro sparen. Die passen den Code immer bei mir so ein bisschen an. Das heißt, ich glaube, aktuell sind es noch 5 Euro, in der Regel sind es aber 3. Schaut einfach in die Infobox, wenn ihr auf den Link klickt und meinen Code FRANKA20 eingebt, seht ihr, wie hoch der Rabatt in dem Moment ist. Das gilt dann allerdings nur auf die erste Box und danach kostet es wieder 15 Euro. Und wenn ihr gleich ein bisschen mehr Geld sparen wollt, könnt ihr auch ein Jahresabo wählen. Dann bleibt der Preis bei 12,50 Euro jeden Monat. Und ich persönlich habe die Glossy Box ja schon seit 8 Jahren im Abo und habe jetzt auch ein Jahresabo schon seit 2 Jahren. Und ich verlose halt immer meine eigene Box an euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr auch daran interessiert seid. Also ihr Lieben, und wenn euch generell meine Unboxing-Videos gefallen und ihr keine mehr verpassen wollt, dann würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen und abonniert auch meinen Kanal. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein Video uploade. Und ich mache das eigentlich immer sofort, wenn ich eine Box bekomme. Ich weiß nicht, was diesen Monat los war, dass ich die so spät bekommen habe. Aber jetzt ist sie ja da und dann ist es auch okay. Also ihr Süßen, dann packen wir die Box jetzt mal aus. Ihr braucht euch nicht wundern, das ist wirklich die reguläre Monatsbox. Die kommt nur immer ab und zu in so einem Special Design. Also wenn ihr euch die Mai-Box bestellt, dann bekommt ihr auch diese Box mit dieser Umverpackung, solange sie noch verfügbar ist. Die haben immer nur eine gewisse Bestellmenge, die haben jetzt nicht unendliche Boxen davon, also irgendwann sind die Boxen auch ausverkauft, wie das halt jeden Monat ist. Und ich finde dieses Design jetzt hier tatsächlich wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und das werde ich mir auf jeden Fall auch aufheben. Und wenn man den Deckel öffnet, sieht das innen so aus. Und da kommt auch immer ein Magazin mit, da stehen dann alle Produkte drin. Glossy Box selber teasert auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal immer die Produkte an. Und sie haben etwas angeteasert von einem Kajal, der da drin sein soll, von Ciate. Den habe ich mir eben so ein bisschen rausgefischt, damit ich euch gleich einblenden kann, wie ich den aufgetragen habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal einen Blick in die Box rein, weil so richtig geöffnet habe ich es natürlich noch nicht. Ich mache das nämlich immer super gerne mit euch zusammen und das ist quasi ein Blick rein in die Box. Und diesen Artikel, den habe ich schon geöffnet und den zeige ich euch jetzt mal als erstes. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie teuer das ist. Von der Umverpackung her sieht es super schön aus. Das ist von Ciate London, eine richtig tolle Kosmetikmarke. Ein Definer Liner. Hier steht auch drauf, er ist Smudge-Proof und Inbuilt Sharpener. Das heißt, da ist ein Spitzer wohl integriert. Ich habe das Teil schon mal geöffnet und habe ihn mir auch gerade schon aufgetragen. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das ein Liner in einer zarten, goldenen Farbe. Also ich würde eher sagen, es ist ein Champagnerton. Und die Farbe ist ein Traum, wenn ihr sie hier seht. Ich denke mal, die wird sehr vielen stehen. Was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass es kein Gelbgold ist, weil das ist eine Farbe, die ich überhaupt nicht mag, die mir auch nicht so gut steht. Ich bin eher so ein neutraler Typ, würde ich sagen. Ja, also mir steht auch Gold, aber ich finde so ein Champagner irgendwie immer ein bisschen vorteilhafter. Ich finde, dieses Gelbgold steht häufig Leuten mit braunen Augen perfekt, aber mit so hellen Augen ist es nicht so meine Richtung. Und das jetzt hier finde ich wunderschön. Ich komme mal näher ran und ich blende euch mal ein, wie ich das aufgetragen habe. Und vor allen Dingen, das macht so einen coolen Effekt, wenn ihr einen relativ matten Lidschatten habt und euch einfach nur was Helles, ihr könnt natürlich auch schimmernden Lidschatten nehmen, ist ganz klar, aber wenn ihr eine feine Linie haben wollt oder ihr habt wenig Lidfläche, so wie ich mit den Schlupflidern, dann ist ja im Endeffekt das Einzige, was man jetzt sieht, wenn ich die Augen offen habe. Und ich brauche nicht mein ganzes Lid mit glänzenden Lidschatten
sag ich mal, bemalen, sondern es reicht theoretisch auch eine Linie. Und dafür finde ich das richtig gut. Und den werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Das hat mich sehr gefreut. Der lässt sich einfach malen und er ist dann richtig smudge-proof. Also wenn ich jetzt hier auch dran rubble, bleibt das auch auf der Hand und es bleibt auch auf dem Auge. Ich werde das heute mal den ganzen Tag tragen und bin sehr gespannt, wie lange es hält. Alleine dieser Liner hat einen Wert von 17,50 Euro und ich finde den super schön. Ihr könnt vorher Lidschatten aufgetragen haben oder auch gar keinen und ihr macht euch nur diesen Liner drauf. Also ich finde, der hat einen tollen Effekt und der wird sehr, sehr vielen Augenfarben stehen. Also insofern, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und dieses Produkt hat auf jeden Fall jeder von euch drin. Denn bei Glossybox ist es so, ihr bekommt 5 Beauty-Produkte und 3 davon sind immer gleich und 2 sind abweichend. Das heißt, ich zeige euch dann am Ende auch, welche 3 gleich sind, weil das haben sie schon geteasert. Und dieser Liner ist auf jeden Fall eins davon. Für 17,50 Euro habt ihr den Wert der Box raus. Wenn euch dieses Ergebnis gefällt, dann lohnt sich das alleine schon dafür. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern jetzt folgen die weiteren Produkte und die schauen wir uns gemeinsam an. Das nächste, was mir direkt auffällt, durch die Verpackung alleine und weil ich sowas gerade total gesucht habe, ich habe meine total verlegt, ist ein Lip Balm mit Lichtschutzfaktor 30. Und eine Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor ist total wichtig, gerade jetzt, wenn der Sommer kommt. Und ich glaube, das ist sowas, was man häufig vergisst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das da drin ist. Das ist von Ultra Sun. Ich glaube allerdings, dass das so ein Produkt ist, was nicht jeder drin haben wird. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss mal gerade schauen. Nee, ich glaube, das könnte so ein Produkt sein, was ein bisschen unterschiedlich ist. Ich freue mich allerdings drüber. Und kann es jetzt auch super verwenden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Box im Abo habt, ob ihr das Produkt auch drin hattet. Ich kann mir vorstellen, dass das eins ist, was nicht jeder drin hat. Denn ich sehe hier 2 Sachen, die sie angeteasert haben. Und damit mache ich auch gleich mal weiter, damit ihr wisst, was ihr ansonsten noch bekommt. Aber wenn ihr das drin habt, das finde ich richtig cool. Hat allein einen Wert bestimmt auch von 5 Euro, nehme ich an. Nee, sogar 6,50 Euro. Puh, das ist ja ganz schön teuer. Und da freue ich mich, dass ich das nicht selber bezahle, sondern das im Rahmen so einer Box drin habe. Generell von Ultra Sun diese ganzen Produkte, diese Lichtschutzfaktor-Produkte davon, die finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es auch getönte Fluids. Das hat mir alles super gefallen. Das habe ich auch schon mehrfach benutzt und kann ich auch weiterempfehlen. So, dann machen wir mal mit einem Produkt weiter, was jeder von euch hat. Auch wieder etwas mit dem Thema Sonnenschutz, allerdings für die Haare. Und zwar ist das von Melusine Paris ein Hair Protection Elixir. Und das ist anscheinend ein Öl, ein Solar Oil SPF 20 Medium Protection für die Haare allerdings. Das heißt ein Öl, was ihr euch in die Haare eingeben könnt, was die Haare vor der Sonne einfach schützt, damit die nicht so austrocknen. Der perfekte Haarschutz mit UV-Filter für deine ersten ausgiebigen Sonnenbäder. Sehr schön. Viele Beauty-Argumente sprechen für genau dieses Trockenöl. Es pflegt deine Mähne mit wertvollem Buriti-Öl. Dank Lichtschutzfaktor 20, UVA sowie UVB Sonnenschutz duftet herrlich zart nach Monoi. Oh, das hört sich ja gut an. Super easy, angewendet, verschmilzt seine nicht fettende Textur sanft, trocknet schnell und sorgt für ein gesundes Aussehen. Okay, einige Tropfen nehmen, auf dem feuchten oder trockenen Haar in die Längen geben. Okay, ich werde mir das jetzt einfach mal hier in meinen Pferdeschwanz reingeben. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das riecht. Sieht auf jeden Fall neutral aus, hat keine Farbe drin. Oh ja. Oh, das riecht ja nach diesem Monoi. Geil, das mag ich total gerne. Und ich gebe mir das einfach so in die Längen rein. Ich mache später auch noch eine Radtour. Es ist heute mega warm. Und da freue ich mich. Dann sind meine Haare gleich geschützt. Und vor allen Dingen auch nicht so... sage ich mal, die fliegen dann auch nicht so. Und ich nehme sowas generell immer auch im Urlaub. Ich kaufe mir meistens irgendwelche Ölsprays oder sowas, was ich mir in die Haare gebe, gerade wenn man so am Strand ist oder so. Irgendwann dürfen wir das ja auch wieder. Oder auch wenn man hier in Deutschland im Garten liegt. Es ist ja nicht schlecht, wenn man seine Haare auch ein bisschen schützt. Und das riecht total angenehm. Allerdings hat das wohl einen Wert von 18 Euro. Wenn ich jetzt weiß, dass es so teuer ist, freut mich das natürlich, dass ich das in so einer Box habe. Und ich werde es auf jeden Fall jetzt die Tage ausprobieren. Man braucht davon ja auch nicht so viel. Da reicht 1-2 Tröpfchen. Und ich denke mal, dass ich damit wahrscheinlich den ganzen Sommer hinkomme. Und dann ist der Preis wiederum auch gerechtfertigt, wenn es ein gutes Produkt ist. Aber das werden wir sehen. Es riecht auf jeden Fall fantastisch und es riecht sofort nach Sommer. Wenn ich das rieche, beamt mich das sofort an den Strand.
und einfach so chillen und Auszeit und oh, richtig genial, freue ich mich sehr. Dann haben wir etwas für nach der Sonne, das sehe ich nämlich direkt daneben. Und das ist auch ein Produkt, was jeder von euch in der Box hat. Und zwar von Mind 10 Body Skin, ein Moisturizing After Sun Gel. Das ist einfach ein Gel für nach der Sonne, wenn ihr quasi gebräunt seid und ihr eurer Haut wieder ein bisschen Feuchtigkeit geben wollt. Hier ist wohl zusätzlich zu Aloe Vera auch noch Niacinamid drin. Das gleicht auch so ein bisschen die Haut aus, ne? Oh, das ist eine schöne Gel-Konsistenz, das sehe ich schon. Das riecht nach nichts. Nur ein bisschen frisch. Das ist aber sehr, sehr angenehm. Sowas mag ich auch. Es muss ja nicht immer nach irgendwie nur so Monoyer riechen. Ich finde es auch mal gut, wenn so ein paar Produkte geruchsneutral sind. Das ist super pflegend. Das ist nicht nur so ein Gel, was ruckzuck einzieht, sondern das ist so schön kühlend auf der Haut. Das ist total angenehm. Und dann verschmilzt es auch recht gut. Also das gefällt mir, werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Ich liebe solche Gels. Vor allen Dingen ist das hier sogar auch für Face und Body geeignet, also für Gesicht und Körper. Das finde ich richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall austesten und auch einfach aufbrauchen. Finde ich toll. Feuchtigkeitsspendendes Aftersun-Gel können wir jetzt gebrauchen. Wäre auch theoretisch eine super Box für den Sommer, aber jetzt gerade im Frühling darf man das halt nicht vergessen, nur weil es noch nicht ganz so heiß ist, dass man trotzdem sich A schützt und danach auch pflegt. Ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir zu den Produkten, die quasi flexibel sind und variabel sind. Ich zeige euch am Ende des Videos auch, welche anderen Optionen theoretisch drin sein können. Denn ich sehe, in meiner Box sind Blasenpflaster drin. Ich weiß, da werden sich ganz viele drüber aufregen, die das total blöd finden für eine Beautybox. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe Compeed-Pflaster. Das sind für mich die einzigen Pflaster, die funktionieren. Und wenn man im Frühling rausgeht und gerade wieder mit dem Joggen zum Beispiel anfängt, dann ist man es ja meistens nicht gewohnt an der Ferse, ne? Beziehungsweise hier an der Sehne da hinten. Und dafür ein Pflaster brauche ich auch. Diese Dinger sind total teuer. Also für mich kommen die sehr gelegen. Ich habe eine Schublade, da habe ich immer diese Pflaster drin in unterschiedlichen Variationen. Ich finde auch den Anti-Blasen-Stick davon richtig gut. Den nutze ich selber schon seit, ich würde sagen, locker 15 Jahren. Das ist so mein Allheilmittel gewesen in der Phase so mit hohen Schuhen. Also wahrscheinlich nutze ich es sogar noch länger. Bestimmt schon 20 Jahre. Also diesen Blasenstick davon, den kann ich euch wärmstens empfehlen, weil dann bekommt ihr gar nicht erst eine Blase. Wenn ihr wisst, ihr habt eine Stelle am Riemchenschuh, die drücken könnte und da habe ich das schon gekauft, da gab es noch gar nicht diese Boxen. Ne? Also insofern, ich finde das gut, aber ich kann verstehen, wenn manche sagen, in der Beautybox, warum ein Blasenpflaster? Ich finde halt, ist auch nicht schlecht, wenn Produkte drin sind, die auch nützlich sind und nicht nur dekorative Kosmetik. Ich glaube, Pflaster haben wir mittlerweile auch genug. Also insofern, ja, muss man gucken, wie man das empfindet. Ich bin froh, weil die Dinger werden nicht schlecht. Die kann ich dann einfach in meiner Schublade haben. Wobei, ich sehe hier gerade, die laufen im Dezember 2022 ab. Aber ich glaube, man kann das auch noch danach benutzen. Ne? Also was soll da jetzt schlecht dran werden? Pflaster sind Pflaster, ne? Vielleicht kleben sie dann nicht mehr so gut, aber die Wundheilung wird unterstützt und ich finde es okay. So, das nächste, was wir hier haben, beziehungsweise dann auch das letzte Produkt, ist von Hands, ein Hydrating Hand Cleaner. Ja, ist das nur zum Reinigen oder ist das zum Desinfizieren? Ne, das ist ein Handreinigungsspray mit feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera, pflegenden Limonenöl und Duftstoffen. Oh, das ist aber nicht schlecht. Das heißt, das ist nicht nur ein Desinfektionsspray, sondern wirklich zum Reinigen. Das ist ja doch nochmal was anderes als ein Desinfektionszeug, weil das hatten wir jetzt schon so oft in Boxen und da haben auch immer viele gesagt, was soll denn das und so weiter. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, weil man es aufbrauchen kann und weil man es überall irgendwo in der Wohnung auch stehen haben kann, in der Handtasche, im Auto und so. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, davon mehrere zu haben. Aber wenn das jetzt hier ein Reinigungsteil ist, ist das ja nochmal was anderes, weil Desinfektion ist ja nicht zur Reinigung gedacht, sondern nur um die Bakterien abzutöten. Aber wenn hier jetzt auch noch Reinigungsstoffe drin sind, warum nicht? Ich schaue mir das mal an. Oh, das sieht ja witzig aus. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Wir hatten zwar in irgendeiner, ich glaube auch in einer Glossybox, so ein anderes Spray, was auch so ähnlich aussah. Ich glaube, das war im Osterei, sowas ähnliches drin. Ich gucke jetzt aber mal gerade, was das jetzt hier genau kann. Aber wie gesagt, dieses Produkt hat auch nicht jeder von euch. Also das gibt, haben wahrscheinlich viele
auch was anderes und das gar nicht drin. Und ich sehe jetzt gerade hier, das gibt es in 4 unterschiedlichen Duftrichtungen. Einmal Natural, Aloe Vera, Magic Mint und Citrus Summer. Okay, Minz ist jetzt nicht ganz so meins, deswegen fände ich was anderes auch nicht schlecht. Und hier steht jetzt drauf, der Schutz vor Viren und Bakterien ist gerade dann wichtig, wenn wir viel Zeit draußen verbringen. Dieser wirksame, vegane und parabenfreie Handcleaner mit 70% Bioethanol, Aloe Vera und Glycerin pflegt deine Haut und spendet wertvolle Feuchtigkeit, schützt dich zuverlässig vor ungewollten Bakterien und Viren. Und dank seines stylischen Designs ist er ein echter Hingucker, egal ob beim Dinner, Sport, Arbeitstermin oder Shopping. Und betört mit einzigartigem Geruch. Naja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin nicht so ein Minz-Fan. Mal gucken. Aber von der Applikation finde ich es schon mal gut. Riecht erstmal nach Alkohol. Oh, die Minze ist angenehm. Ist nicht so extrem. Oh, das ist eigentlich gar nicht schlecht, dieses Spray. Weil der vor allen Dingen, man hat nicht das Gefühl, dass es so austrocknend ist. Hier ist zusätzlich Glycerin drin. Glycerin ist zum Beispiel auch das, was im MAC Fix Plus Spray ist, was ihr euch ins Gesicht sprüht. Das soll euch auch so Feuchtigkeit geben. Und nicht nur Wasser quasi, sondern wirklich auch so Bindemittel, ne? Und das spürt man hierbei auch. Und der Geruch ist ganz, ganz mild. Ich meine, ich hatte vorher dieses Öl drauf, ne? Insofern, das ist jetzt abgemildert. Und es riecht gut, es riecht auch nicht übertrieben. Und das ist zum Beispiel was, das könnte ich mir in meine Badetasche, wenn man dann irgendwie im Sommer wieder baden geht oder irgendwie unterwegs ist mit dem Rad und man ist so viel unterwegs und man will sich einfach die Hände reinigen. Dafür ist das, glaube ich, ganz gut geeignet, ohne dass sie danach so ausgetrocknet sind und ohne dass sie dann auch zu fettig sind, sondern man kann das halt für alles nutzen. Also ich finde es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Feuchtigkeitsspendend, Ethanol und dann auch noch Lemon Essential Oils, die antioxidativ und hautpflegend wirken. Ich finde das völlig in Ordnung und ich freue mich drüber. Ich kann das nämlich alles verwenden, also insofern für mich eine ganz coole Box. Ich glaube aber, dass einigen das Pflaster und das hier nicht so gut gefallen wird. Aber ihr könnt theoretisch auch was anderes drin haben und das zeige ich euch jetzt nämlich. Es gibt auch die Möglichkeit von Neutrogena eine Glow Boost revitalisierende Tagespflege drin zu haben als Alternative zu den Pflastern und dem Hand Sanitizer und dem Teil hier, ne? Oder ihr könntet von Dav eine Pflegedusche drin haben. Ihr könntet auch einen anderen Hand Sanitizer drin haben, logischerweise. Ihr könntet hier als von Safer Sun ein UV-Warnsticker drin haben. Wäre auch noch eine Alternative. Oder, was gibt's noch? Aqua Colonia Litchi Mint, Kueshi Lemon Shower Gel. Also es gibt da diverse Alternativen, die alle nicht schlecht sind. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich dann, wenn ich die Alternativen sehe, mit meinen Sachen doch sehr zufrieden. Und freue mich drüber, weil ich die auf jeden Fall nutzen kann. Und ich blende euch einfach mal den Gesamtwert meiner Box ein. Auf über 50 Euro kommen wir bestimmt. Alleine diese Pflaster sind auch super teuer. Das Öl hat mir ganz gut gefallen. After Sun Gel kann ich gebrauchen. Und diesen Liner, den finde ich wunderschön. Also für mich funktioniert der perfekt. Und den werde ich auf jeden Fall weiter nutzen. Und da habe ich ein schönes Produkt für mich. Ja, wenn ihr jetzt auch Lust auf diese Box habt, könnt ihr sie euch bestellen. Schaut in die Infobox, da habe ich sie euch verlinkt. Wie gesagt, mit dem Code FRANKA20 könnt ihr zwischen 3 und 5 Euro sparen. Dann bekommt ihr die erste Box für 10 oder 12 Euro, so in dem Dreh. Und danach geht es dann weiter mit 15 Euro. Bei einem Jahresabo spart ihr immer Geld. Dann kostet sie nämlich durchgehend nur 12,50 Euro. Und ihr könnt sie dann auch monatlich zahlen. Und wenn ihr die Box gewinnen wollt, ich weiß nicht, ob in der Gewinnerbox das gleiche drin ist wie in dieser. Es sind nämlich nur diese 3 Produkte definitiv in jeder Box enthalten. Und da ich euch ja meine eigene Box verlose, können halt auch andere Sachen drin sein. Und nicht diese Blasenpflaster und nicht dieses Handspray und auch nicht dieser Labello, ne? Also nur, dass ihr das wisst. Die habe ich noch nicht. Die kommt meistens so Mitte des Monats. Und das ist auch so der Zeitpunkt, wo eure Boxen geliefert werden. Mir schickt Glossybox das ja immer so ein bisschen vorab zu. Und damit ich euch das schon vorher zeigen kann. Und deswegen, ich habe sie aber auch selber im Abo und verlose dann meine Box an euch. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, einen lieben Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Glossybox. Schon wandert ihr in den Lostopf.
Und dann benachrichtige ich euch, wenn ihr gewonnen habt. Ich mache im Monat super viele Verlosungen im Beauty-Bereich, öffne auch ganz viele Beauty-Boxen. Schaut euch gerne nochmal zwei weitere Videos von mir an, falls ihr es noch nicht kennt. Und hier könnt ihr abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.